Ja gut, dieser Käfig, den man jetzt hier in unserem Auto sieht, der dient in erster Linie mal dazu, um die nötige Steifigkeit zu haben. Das heißt also, dass das Auto von der Verwindung her im Grunde immer ganz steif bleibt. Und dadurch ist das Auto natürlich auch sehr sicher. Man hat ja auch letztes Jahr teilweise gesehen bei den Unfällen, die Piloten haben also überhaupt keinen Schaden. Ja. Für welche Strecken, meinen Sie denn, ist der Calibra besonders geeignet in seinen Renneigenschaften? Ja gut, es wird, sage ich mal, Stand letztes Jahr war das Auto sehr gut auf Handlingsstrecken. Und ich hoffe auch, dass wir das dieses Jahr übertragen können und speziell, sage ich mal, auf mittelschnellen bis schnellen Kursen unsere Vorteile sehen. Wir gehen mal nach vorne und kommen jetzt zu dem entscheidenden Innenleben, zumindest für die Technik-Freaks unter den Zuschauern. Der erste Blick unter die Motorhaube, der ist ein bisschen ein untypischer, weil normalerweise hier die Ansaugstutzen, die man da sieht, verdeckt sind. Exakt, normalerweise ist also hier eine große Airbox noch drüber, dass also die 6 Ansaugstützen, die man da sieht, mit der nötigen Frischluft versorgt werden. Und man sieht auch hier diese ganzen dunklen Teile, ist alles Kohlefaser, sehr leicht, sehr steif, dass also auch das Gewicht, was hier relativ weit oben ist, alles nach unten kommt. Also 6 Zylinder, sieht man. 6 Zylinder, 2,5 Liter. Genau. Wir hoffen, nächstes Jahr beim ersten Rennen gute 420 PS zu haben, um damit die Konkurrenz also in Schach zu halten. Oder abzuhängen, ne? Wäre natürlich noch besser aus Ihrer Sicht, logischerweise. 400 PS hat er nur gehabt, in Anführungsstrichen nur, beim Rennen in Hockenheim, bei diesem ersten offiziellen Test. In England ist er weiterentwickelt worden bei Cosworth. Die haben Formel 1 Erfahrung. Ist das das Entscheidende, um heutzutage auch in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft bestehen zu können? Ja gut, ich meine, wie man ja weiß, ist die DTM dieses Jahr sogar auf einem technischen Niveau, das über der Formel 1 liegt. Das sind also wirkliche High-Tech-Autos. Und Opel hat jetzt einen neuen Partner mit Cosworth gefunden. Und speziell die neuen 2,5-Liter-Motoren drehen Formel 1-ähnliche Drehzahlen, 11.000 und mehr. Und da ist halt Cosworth der ideale Partner. Mhm. Sie selbst sind aber nicht nur Autorennfahrer, sondern, man sieht es jetzt leider nicht, er ist ein unheimlich athletischer Typ. Sie machen auch Triathlon. Bis zu welcher Distanz haben Sie es denn gebracht? Ja, ich habe bis jetzt also einen Wettkampf erst mal nur einen kleinen gemacht. Ich wollte dieses Jahr einen Ultra machen in Rot mit 3 Freunden zusammen. Leider Gottes ist da jetzt ein Rennen hinverlegt worden und da müssen wir mal gucken, dass man einen anderen Wettbewerb, also sprich einen anderen Ultra-Triathlon machen Also kann. Ultra-Triathlon, um es nochmal zu konkretisieren, heißt 4 Kilometer schwimmen etwa, ja, glaube ich. 180, ne? Fahrrad und danach ein Marathon. Und dann ein läppischer Marathon noch laufen hinten drauf, genau. Sie werden es aber auf alle Fälle nachholen. Lockt zum Beispiel Hawaii, das ist ja so ein Triathlon-Abenteuer. Exakt. Und schon strahlt er über das ganze Gesicht. Ja. Das ist also so ein Fernziel. Ja. Sie sind 32 Jahre alt. Jawohl. Und das Engagement als Werksfahrer ist offenbar kein brotloses. Sie wohnen nämlich in Monte Carlo mittlerweile. Wahrscheinlich nicht als Naturfreund, weil dort die Gegend so schön ist. Na gut, da muss ich dazu sagen, mein Manager bzw. mein Betreuer ist der Keke Rosberg, der auch dieses Jahr mein Teamkollege ist. Und der hat seine ganze Organisation, sprich das Büro, alles da unten. Und da ist es halt viel einfacher, wenn man, sag ich mal, nebendran wohnt, jeden Tag vorbeigehen kann, als wenn man hier von Deutschland immer aus telefonieren muss. Und was natürlich noch ein sehr angenehmer Nebeneffekt ist, ist das schöne Wetter. Zu dieser Jahreszeit kann man trainieren, sprich in kurzen Hosen Fahrrad fahren und das ist ideal. Ach, ich dachte, es hätte was mit Geld zu tun. Habe ich jetzt gedacht. Habe ich mich dann doch getäuscht. Trotzdem noch mal eine ernsthafte Frage, weil im Moment sind die Schlagzeilen natürlich auch voll von anstehenden Arbeitskämpfen in der Metallbranche, von drohenden Entlassungen in der Automobilbranche. Und dann ist natürlich jemand wie Sie, der eben auch gutes Geld verdient, aufgrund seiner Verdienste, unbestritten, und der in Monte Carlo wohnt. Prallen natürlich zwei Welten aufeinander. Müssen Sie sich manchmal auseinandersetzen mit, sag ich mal, Wut oder Drohbriefen, Drohanrufen in diese Richtung? Nein, also bisher nur durchweg positiv. Und ich hoffe auch, dass wir im Grunde mit unserem Erfolg dieses Jahr, den wir in der DTM haben werden, das Image von Opel nochmal nach oben bringen werden, dadurch die Verkaufszahlen steigern und dadurch für jeden einzelnen Arbeiter in Rüsselsheim was tun können. Und irgendwann werden Sie PR-Manager, glaube ich, ja, von Opel. Als ich den Herrn Baldes, der für Sie die Öffentlichkeitsarbeit auch macht und für Opel, fragte, was ist denn so das Besondere an ihm, an dem Manuel Reuter, was fällt Ihnen zuerst ein? Und er sagte, Mensch, der hat seit Jahr und Tag dieselbe Freundin. Ist das so außergewöhnlich in der Szene? Anscheinend.
Wie lange sind Sie zusammen mit Ihrer Lebensgefährtin? Nein, wir sind jetzt gute 10 Jahre zusammen und es ist ein sehr harmonisches, gutes Verhältnis. Man sieht ja auch, die Leistung stimmt und alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Sie das gesagt hätten. Das heißt, nach 10 Jahren wird irgendwann geheiratet, denke ich mal. Ja. In Monte Carlo? Weder in Monte Carlo noch hier in Deutschland. Aha. Sie sind gebürtige Mainzer, ja. Haben noch eine Zweitwohnung in Wörstadt, ist das richtig? Ich nicht, sondern mein Vater hat da eine Wohnung, ja. Und von daher bin ich also öfters auch mal hier. Weil die rheinhessischen Weinberge, die sind auch ganz schön gut zum Kraxeln mit dem Fahrrad, wenn man den Ebersheimer Stich, den Sie bestimmt kennen, mal hochfährt. Ja, ist nicht schlecht, aber und in Monaco gibt es andere Berge, ist wärmer. Da geht es richtig zur Sache. Herr Reuter, besten Dank, dass Sie da waren, dass Sie das Auto mitgebracht haben. Wir haben unser Flutlichtlämpchen. Das hilft Ihnen vielleicht weiter, wenn Sie bei den 24 Stunden von Le Mans nachts irgendwo mal stehen bleiben, in der Pampa irgendwo. Dankeschön. Vielen Dank. Und die 2 CDs zu den diesjährigen Olympischen Winterspielen mit Katharina Witt auch. Sag mir, wo die Blumen sind. Viel Spaß beim Anhören. Ist viel schöne Klassik auch dabei. Dankeschön, dass Sie waren. Schöne Anweisung. Tschüss. Zum Fußball nochmal, die Sportfreunde Eisbachtal, das waren...